Wir durften heute gemeinsam mit der Familie Grasecker das Richard-Strauss-Festival vorstellen. Und das Richard-Strauss-Festival kann ja nur eine Inspiration haben. Das ist im Prinzip die Natur und die Bergwelt hier im Werdenfelser Land, rund um Garmisch-Partenkirchen. Strauss ist hierher gegangen, weil ihn eine Faszination, also eigentlich ein fast religiöses Gefühl, umgibt, weil die Bergwelt einem klar macht, wo die menschliche Existenz eingeordnet wird. Eben nicht ganz oben, sondern vielleicht etwas weiter unten, weil die Natur größer ist. Und ich hatte in der Begegnung eigentlich auch schon mit der Familie Grasecker, deren Mode ich schon seit vielen Jahren kenne, gedacht, das könnte funktionieren, weil es ein Laden ist, der auf einem unglaublichen Niveau arbeitet. Und es gibt eben hier eine Ebene, die sich mit der Musik trifft, das ist das Kunsthandwerk. Also ich verstehe mich nicht als Künstler, sondern als Kunsthandwerker. Und ich glaube, die Familie Grasecker ebenso. Und eigentlich auch jeder Sportler, jeder, der mit Liebe versucht, mit Virtuosität ein Detail weiter nach vorne zu bringen, ist am Schluss ein Kunsthandwerker. Und das ist eigentlich das, was Richard Strauss auch sagt. Also sein berühmter Ausdruck, er könnte praktisch auch ein Bier komponieren, also ein gutes Pils, genauso wie ein Weißbier. Das sagt eigentlich aus, dass er das Kunsthandwerk versteht. Also wir haben uns eigentlich einen Untertitel gesetzt, der heißt Top Music at Top Locations. Also es gibt Weltstars von Ensembles, die natürlich auf bestem Niveau Musik spielen. Aber es muss einen Rahmen haben, der einmalig ist. Denn einfach nur ein Konzert kann es nicht sein. Deshalb gibt, glaube ich, jedes Konzert vor, so in seiner Kulisse einzigartig zu sein. Ob man nach Elmau geht oder eben am Bank ist und das spektakuläre Kulisse der Zugspitze hat oder nach Kloster Ettal gehen und ein Open Air erlebt. Oder auch hier in einem wunderbaren Kammermusiksaal, Kammermusik wie Alban Gerhardt, Olli Muston oder eben auch Franui zu erleben. Also wir wollten nicht Konzerte, die man eigentlich dann auch in einer Großstadt wie Innsbruck oder München erleben kann, sondern die eigentlich nur hier erlebbar sind, in dieser Umgebung. Weil es gibt hier schon einen Genius Loci, also einen Geist des Ortes. Und der Geist des Ortes ist, Sie entschuldigen es, nicht nur, dass Richard Strauss hier gelebt hat, sondern er hat hier gelebt, weil es hier eine Welt gibt, eines Ortes, einer Stadt, die so in den Bergen zentriert ist, wie es eben sonst nur wenige sind. Und diese Eindrücklichkeit wieder zu vermitteln, ist ganz, ganz besonders. Mit den umliegenden Bergen, Kramer, Wank und Zugspitze umzugehen. Also ich bin großer Bergfan, ich muss es einfach sagen. Also mich interessiert einfach die Naturkulisse hauptsächlich. Und ich glaube, das muss ein Festival auch mittragen. Genauso wie natürlich wie die geniale Musik von Richard Strauss. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal am 22. Juni die Eröffnung mit dem Festival Metamorphosen. Mit großartigen Künstlern und Ensembles von Akademie für alte Musik, Bayerischer Rundfunk, Wiener Symphoniker, Brünner Philharmonie, großartige Solisten, Ocker von der Damerau bis hin zu Olli Mustonen und Alban Gerhardt und nicht zuletzt auch Felix Neureuther. Und ich freue mich ganz besonders auf einen klugen, kritischen Geist aus der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen, der jetzt ein humanistisches Ideal auch nach außen verkörpert, nämlich mit Verantwortung und kritisch mit seiner Umwelt umzugehen. Und deshalb respektiere ich das und da freue ich mich ganz besonders drauf. Die Leute müssen hierher kommen, um die Welt zu erleben, wo das hier stattfindet. Im Kloster Ettal genauso wie auf dem Wank, Schloss Elmau genauso wie in Garmisch-Partenkirchen oder in den umliegenden Gemeinden. Das ist, glaube ich, das Neue, dass wir einfach ganz neue Spielorte haben. Open Air in Ettal in einem Hof zu machen von einem Kloster mit Zarathustra und Alpensymphonie, dazu aber eben Janacek und Prokofjew spielen, Prokofjew, der in Ettal gewohnt hat. Musik oben auf dem Wank, Kammermusik in Schloss Elmau, was ein Global Player für Kammermusik geworden ist. Und dann eben eine Inszenierung oder eine szenische Einrichtung von Dido Neneas und Metamorphosen in der Eissporthalle im OEZ. Es kann spannend werden. Ich hoffe, dass wir die Leute dafür hier begeistern konnten. Ja.